wacht auf und erblickt und ergötzt und erfreut euch daran, an dieser wahnwitzig perfekt konstruierten Maschine des Universums und der Körper in ihrer unglaublichen Unbegreiflichkeit. Ja, schon, sagt der Iltis. Aber so perfekt scheint die Maschine nicht zu sein, wenn sie sich kontinuierlich selbst reparieren und selbst austauschen muss, nachdem sie sich wieder selbst durch einen Selbstzerstörungsmechanismus in die Luft gesprengt hat. Aber nein, sagte Sadhguru, dem ist doch nicht so. Die Körper haben ihr Gedächtnis, das Universum hat sein Gedächtnis. Es tauscht immer nur jene Ersatzteile aus, die noch besser werden können im Wechsel, Konkurrenz, Vergleich mit den anderen genialisch perfekten Maschinen. Denn dieser rekombinatorische Reorganisations immer besser werdens Prozess, das ist das eigentlich Geniale daran. Und der Austauschprozess dient nur dem Übergang. Die eigentliche Erinnerung, zum Beispiel der Körperbauplan, wird weitergegeben über die Generationen der Universen hinweg. Ist dem so? Fragte der Iltis. Was wird da weitergegeben an Wissen, an Lexikon, an Erlebnissen und Erleibnissen, an sich verwundern über dieses wahrlich unglaubliche Phänomen alles Existierenden.